euch jetzt nochmal über das Thema Ökologie, CO2, Schadstoffe und so weiter zum Thema E-Roller zu sprechen. Hallo und herzlich willkommen. Ich bin Julian von der Interessengemeinschaft Elektromobilität. Ihr könnt euch daran erinnern, ich habe euch in den ersten Teilen, die wir hier auch verlinken werden, meinen Elektroroller vorgestellt. Ich habe euch erklärt, warum ich den gekauft habe. Ich habe euch viel über den Roller gezeigt. Wir haben jetzt über die Akkuzellen gesprochen. Wir haben einigermaßen was über die Haltbarkeit und über die Reichweite erfahren. Und wir haben über die Kosten gesprochen. Und jetzt fehlt eigentlich nur noch der Aspekt, der auch in den Kommentaren immer wieder vorkam, nämlich: Ist es denn nun wirklich ökologisch auch sinnvoll, mit so einem Elektroroller zu fahren? Und um euch die Dinge zu präsentieren, die ich dazu recherchiert habe, habe ich mir überlegt, ich nehme euch mit, ich fahre mit euch ein bisschen raus aufs Land und ihr werdet gleich erfahren, wo es hingeht. Viel Spaß beim Mitfahren und bis gleich. Ja, vielen Dank, dass ihr mitgekommen seid auf dieser Fahrt, und ich bin jetzt auch da angekommen, wo ich hin wollte, nämlich an die Stelle, an der man hört und merkt, dass erneuerbare Energien erzeugt werden. Genau der richtige Punkt und genau der richtige Ort, meiner Meinung nach, um mit euch jetzt nochmal über das Thema Ökologie, CO2, Schadstoffe und so weiter zum Thema E-Roller zu sprechen. Und bevor es losgeht, zeige ich euch erstmal, wo wir hier eigentlich sind. Ich bin nämlich mit euch rausgefahren Richtung Neubehren. Das ist südwestlich von Berlin, liegt hinter Teltow-Ruhlsdorf. Und ich bin mit euch gefahren hier an den größten Solarpark, der hier bei uns in der Nähe steht. Das ist ein Solarpark, der vor ungefähr 5 oder 6 Jahren hier in Betrieb gegangen ist. Er hat eine maximale Spitzenleistung von 10 Megawatt. Ihr könnt hier die Solarpaneele von hinten sehen. Und das Schöne an diesem Solarpark ist, das seht ihr hier, habt ihr sicherlich auch schon gesehen, er ist eingepasst worden in einen kleinen Windpark aus 3 Vestas V90 Anlagen mit je 2 Megawatt Leistung, die hier schon seit vielen, vielen Jahren stehen. Da ist die zweite, und ich schwenke mal hier drüben hin, hier ist die dritte. Und dort hinten, da seht ihr die Windkraftanlage, an der wir das Video zum Thema, wie laut oder wie leise, besser gesagt, sind Windkraftanlagen, gedreht haben vor einigen Wochen. Okay, dann lasst uns jetzt mal ein bisschen auf das Thema Roller und Ökologie vom Elektroroller eingehen. Mal gucken, was ich dazu für euch rausgefunden habe. Okay, versuchen wir mal so eine Art Ökobilanz zu ziehen. Ich weiß, dass das nicht ganz einfach ist. Ökobilanzen zu erstellen ist eine sehr, sehr komplexe Angelegenheit. Man muss ganz viele verschiedene Parameter einfließen lassen, um eine exakte Aussage zu bekommen. Innerhalb dieses Videos ist das sicherlich nicht möglich. Ich habe trotzdem mal versucht, mir ein paar Fakten rauszuschreiben, rauszurechnen, und die präsentiere ich euch jetzt mal. Okay, 3 Kilowattstunden Stromverbrauch sind bei dem Roller gemessen worden. Und wenn ich von Ökostrom ausgehe, dann komme ich auf CO2-Emissionen von 1,8 Gramm pro Kilometer. Das Ganze basiert auf Ökostrom. Bei Ökostrom gehen wir davon aus, von einer CO2-Belastung von 60 Gramm CO2 pro Kilowattstunde. Jetzt werdet ihr euch vielleicht fragen, Ökostrom hat ja nicht 0 Gramm CO2. Naja, auch beim Ökostrom ist es so, dass die
Anlagen, die Windkraftanlagen, so wie ihr jetzt hier hinter mir seht, und die Sonnenanlagen, die hier aufgebaut sind, ja auch nicht vom Himmel fallen. Die müssen ja auch irgendwie transportiert werden, die müssen hergestellt werden. Also kommt man ungefähr auf 60 Gramm CO2 pro Kilowattstunde. Wenn ich das für den Roller umrechne, dann bin ich bei gerade mal 1,8 Gramm CO2 pro Kilometer. Wenn ich das vergleiche mit dem Benzinroller, der 3 Liter Benzin auf 100 Kilometer im Durchschnitt verbraucht, dann liege ich da immerhin schon bei 80 Gramm. Wie komme ich da drauf? Die Umrechnung ist sehr einfach. Wenn 1 Liter Benzin im Motor verbrannt wird, sich also mit Sauerstoff verbindet, dann entstehen 2,33 Kilogramm CO2. Das heißt also, gewichtsmäßig entsteht tatsächlich mehr, als man sozusagen reingekippt hat. 2,33 Kilogramm pro Liter Benzin. Man muss allerdings dann noch die Vorkette dazu rechnen, denn Benzin und Diesel fallen ja nun auch nicht vom Himmel. Die müssen gefördert werden, die müssen raffiniert werden, die müssen transportiert werden, die müssen verkauft werden und, und. Das alles ist also auch wieder mit CO2-Emissionen belastet. Man nimmt ungefähr 15% dazu, kommt auf 2,68 Kilogramm CO2 pro Liter Benzin, und so errechnen sich die 80 Gramm CO2 pro Kilometer beim Benzinroller. Haben wir also schon mal einen erheblichen Unterschied, knapp 2 Gramm zu 80 Gramm. Dann der Akku. Ja, großes Aufregerthema. Ich habe jetzt mal den Worst Case angenommen, deshalb habe ich für den Akku, der hier in meinem Roller drin steckt, mit einer Kapazität von 1,25 Kilowattstunden angenommen, den schlimmsten, so ziemlich schlimmsten Wert, den ich gefunden habe, für 200 Kilogramm CO2 pro Kilowattstunde Kapazität. Wenn ich das hochrechne auf 1,25 Kilowattstunden Kapazität, dann komme ich darauf, dass dieser Akku vielleicht im schlimmsten Fall für die Herstellung 250 Kilogramm CO2 erzeugt hat. Klammer auf, wir wissen durch die neuen Studien, dass dieser Wert höchstwahrscheinlich viel, viel niedriger sein wird. Aber ich gebe einfach mal hier den Worst Case an, damit man hinterher nicht sagt, ich hätte irgendwie mit geschönten Zahlen gerechnet. Deswegen habe ich beim Ökostrom auch diese 60 Gramm CO2 pro Kilowattstunde angesetzt, damit man auch hier nicht sagen kann, hey, du hast vergessen, dass Ökostrom nicht einfach so vom Himmel fällt. So, also wir gehen mal aus, 250 Kilogramm entstehen für die Herstellung des Akkus. Wenn ich mal die Herstellung des Rollers, des Motors, des Gehäuses, des Chassis, Bremsen, Spiegel, alles was da dran ist, mit dem Benzinroller gleichrechne, dann habe ich also hier diese 250 Kilogramm als Fußabdruck, die in der Atmosphäre sind, bevor der Roller anfängt zu fahren. So, das habe ich mal umgerechnet in Benzin und komme auf 93 Liter Benzin. Und 93 Liter Benzin kann ich wieder in Kilometer umrechnen und dann komme ich auf 3100 Kilometer. Und das bedeutet, wenn ich mit dem Benzinroller 3100 Kilometer gefahren bin, dann habe ich die gleiche Menge CO2 erzeugt, wie für die Herstellung des Akkus nötig waren. Das ist doch mal eine Zahl, denn 3100 Kilometer, das fahre ich mit dem Roller garantiert in weniger als einem Jahr. Aber das CO2 ist ja nicht nur die ganze Geschichte, sondern das Ganze geht ja noch weiter. Und zwar geht es um Schadstoffe, die entstehen. Ja, wie ist dann das eigentlich bei einem Benzinroller? Bei Autos, das wisst ihr, die müssen jetzt die Euro 6D-Norm erfüllen. Die neueste heißt, glaube ich, Euro 6D-Temp. Bin da gar nicht so im Bilde. Und die ist schon ziemlich abgesenkt, was so Schadstoffe, Feinstaubpartikel und so weiter angeht, was da hinten rauskommen darf. Wie ist das eigentlich beim Benzinroller? Ich habe mal nachgeforscht. Und zwar sieht es so aus, es gibt also eine extra Norm für Kleinkrafträder. Also Benzinroller bis 50 Kubik fallen also unter den Bereich Kleinkrafträder. Und für die ist es so, dass Roller, die es schon gibt und die in diesem Jahr noch zugelassen werden, also wir sind im Jahr 2020, falls ihr dieses Video irgendwann im Jahr 2050 seht, dann dürfen diese Roller noch mit der Euro 4 Norm zugelassen werden. Und ich habe heute mal nachgeguckt, tatsächlich so im Online-Shop von Rollerläden, die verkaufen also noch massenhaft Roller mit der Euro Norm 4. Euro Norm 4, die gilt für Pkw schon seit Jahren nicht mehr. Dem 01.01.2021 müssen diese Roller dann die Schadstoffnorm Euro Norm 5 erfüllen. Das sind ungefähr 30% an Schadstoffen weniger. Und selbst mit dieser Euro Norm 5 erzeugt so ein Roller pro Kilometer, so ein Benzinroller pro Kilometer, also immer noch erheblich mehr Schadstoffe als ein Pkw erzeugt, der die gleiche Strecke fährt. Und was mir besonders negativ aufgefallen ist, ist, dass für Kleinkrafträder, also für Benzinroller, weder in der Euro Norm 4 noch in der Euro Norm 5 keinerlei Grenzwerte für Partikelmasse und Partikelanzahl vorgegeben ist. Auf Deutsch also, so ein Roller darf so viele Feinstaubpartikel in die Luft pusten, wie er möchte. Herzlichen Dank dafür.
Da bleibe ich dann ehrlich gesagt doch lieber irgendwie beim Elektroroller. Und deswegen habe ich mich jetzt auch mal hier neben das Schild Hochspannung gestellt. Denn beim E-Roller, das ist doch eine super Sache, wenn ihr zum Beispiel ein Balkonkraftwerk betreibt oder wenn ihr euch eins anschaffen wollt oder wenn ihr vielleicht schon einen E-Roller habt und darüber nachdenkt. Denn wenn ihr einen zweiten Akku habt, dann könnt ihr ja den tagsüber aufladen, zum Beispiel mit einer Zeitschaltuhr gesteuert, und könnt den Strom, den euer Balkonkraftwerk erzeugt oder eure Solaranlage insgesamt verbraucht, tagsüber in diesen zweiten Akku einspeichern. Na klar, der Akku kostet nochmal ein bisschen Geld, aber ihr habt damit eine bessere Ausnutzung eurer Anlage und müsst eventuell gar keinen Strom irgendwie billig ans Netz verschenken. Und wenn wir schon dabei sind, es gibt auch einige Städte und einige Stromlieferanten, die geben Prämien für Elektroroller. Schaut doch einfach mal nach. Ich kenne zum Beispiel einen Stromanbieter, der bietet eine Prämie. Wenn ihr dort einen Elektroroller fahrt und bei dem unter Vertrag seid, dann bekommt ihr 20 Euro pro Jahr. 20 Euro fürs Rollerfahren, das ist also die Hälfte an Stromkosten, die ich zum Beispiel hätte. Vielleicht ist das ja auch eine Möglichkeit für euch, eure Stromkosten ein bisschen zu refinanzieren, euer Balkonkraftwerk oder eure Solaranlage noch besser auszunutzen, als ihr das bisher sowieso gemacht habt. So, meine Lieben, das war wirklich eine lange Nummer, die ich euch zugemutet habe. Diesmal dritter Teil zum Elektroroller. Wir haben jetzt ganz viel gesprochen über Haltbarkeit, über Kosten, über Ökobilanz. Und ich weiß, es sind ganz viele von euch, die wahrscheinlich sagen werden, ich sehe das alles ganz anders und ich habe da völlig andere Meinung zu. Das ist total in Ordnung. Mir hat es Spaß gemacht, in diese Materie mal tiefer einzudringen. Ich werde jetzt wieder rübergehen zu meinem Roller, denn mir ist inzwischen hier schon ein bisschen kalt geworden. Ich will nach Hause. Ich freue mich auf die nächsten 1000 Kilometer mit dem Roller. Die 2000 sind fast voll. Ich hoffe, für euch war es interessant. Ich hoffe, für euch hat es Spaß gemacht zuzugucken. Ihr habt ein bisschen Einblick bekommen in die Kosten, in die Haltbarkeit und auch in die Ökobilanz von so einem Elektroroller, die aus meiner Sicht sehr, sehr positiv ist. Von daher vielen Dank fürs Zugucken und jetzt kommt das Übliche am Schluss. Bitte denkt daran, abonniert unseren Kanal. Es ist ganz, ganz wichtig, dass ihr unseren Kanal abonniert, denn nur mit vielen Abonnenten bekommen wir Zugriff zu immer weiteren Gesprächspartnern, interessanten Themen, Orten, die wir besuchen können und so weiter. Das geht also nur, wenn ihr kräftig den Abo-Knopf drückt und aktiviert bitte die Alarmglocke, damit ihr immer informiert werdet, wenn es von uns ein neues Video für euch gibt. In dem Sinne, Julian sagt ciao. Ciao.